Was versteht man eigentlich unter Distributionspolitik? Mein Name ist Michael Bernig, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und erläutere Ihnen jetzt mal die wesentlichen Punkte der Distributionspolitik. Ja, die Distributionspolitik ist ein Teil der sogenannten vier Ps aus dem Marketingmix. Der Marketingmix fokussiert die vier wichtigsten Aktivitätsfelder im Marketing: und zwar die Kommunikationspolitik, die Produktpolitik, die Preispolitik. Und die Distributionspolitik. So, Distributionspolitik, der Begriff ist ein bisschen sperrig und theoretisch. Viele übersetzen ihn tatsächlich mit Vertrieb oder Vertriebssystem, was meines Erachtens auch heutzutage ist statthaft ist. Schauen wir uns erstmal an, was wir genau darunter verstehen. Also, die Distributionspolitik umfasst alle Entscheidungen, die im Rahmen des Marketingmixes mit dem Vertrieb und den physischen Absatzwegen von Produkten vom Hersteller zum Endkunden verbunden sind. Das ist erstmal eine Lehrbuchdefinition. Schauen wir uns mal an, was dazu gehört. Im Kern sind es nämlich drei Dinge: Wir entscheiden oder klären im Rahmen der Distributionspolitik unser Vertriebssystem, die Anzahl und Art der Verkaufsorgane und das ganze Thema Logistik. Schauen wir uns mal im Kern diese drei Punkte an, die zum sogenannten Vertriebsmix gehören: Vertriebssystem. Wir unterscheiden dort direkten Vertrieb und indirekten Vertrieb. Wir sprechen immer dann von einem direkten Vertrieb, wenn zwischen dem Hersteller und dem Endkunden kein anderes Organ zwischenzeitlich Eigentümer der Ware wird. Ja, also wenn ich direkt ähm, bei einem Händler, beim Hersteller auf dem Online-Shop was kaufe, ist das direkter Vertrieb. Sollte ich dieses gleiche Produkt bei einem Einzelhändler kaufen, der dieses Produkt vorher über einen Großhändler bezogen hat, ja, was sich im Laden stehen hat, ich komme da rein, kaufe das. Sprechen wir von einem indirekten Vertriebskanal, weil dieser Einzelhändler zwischendurch Eigentümer der Ware geworden ist. Ja, das sind also die beiden prinzipiellen Wege: direkter und indirekter Vertrieb. Im Business-to-Business -Business, äh, herrscht zum Beispiel häufig direkter Vertrieb vor, während wir im Business-to-Consumer-Bereich, also beim Endkundenbereich, überwiegend indirekte Vertriebe haben. Spannend ist jetzt nur das gesamte Vertriebssystem ist heutzutage häufig ein sogenanntes Multi-Channel-System. Das heißt also ein Hersteller, nehmen wir was das ist, ein Sportartikelhersteller, der verkauft seine Produkte über die eigenen Flagship Stores, direkter Vertrieb, und aber auch über Händler, Online-Händler, stationäre Händler, das heißt über einen indirekten Vertrieb. Und seine Aufgabe ist es halt eben, dieses Vertriebssystem sinnvoll zu managen. Ja, dann kommt dieses Thema Verkaufsorgane. Ja, also wer soll denn eigentlich meine Leistung repräsentieren im Markt? Ja, welcher Handelsvertreter zum Beispiel? Oder welcher Vertriebsmitarbeiter? Oder welche Händler? Ja, stellen Sie sich mal Folgendes vor: Ihr Premiumprodukt äh, wird plötzlich bei Aldi verkauft. Ja, dann klar kriegen Sie super Volumen, also sehr sehr viel wird da verkauft. Aber wenn Sie das drei Jahre machen, sagen die ganzen anderen Händler: Warum soll ich das Produkt überhaupt noch verkaufen? Das ist ja für einen Bruchteil des Preises bei Aldi zu haben. Ja, das heißt also, die Auswahl der richtigen Verkaufsorgane ist eine strategische Entscheidung. Da muss man natürlich aufpassen. So, das gehört also dazu. So, und dann haben wir noch das ganze Thema Logistiksystem. Sehr schönes Beispiel dafür sind Apotheken. Keine Apotheke auf der Welt schafft es, alle Medikamente vorrätig zu halten. Wenn Sie aber in der Apotheke sagen, ich brauche dieses Medikament, dann sagt er, habe ich gerade nicht da, aber in zwei Stunden ist es da. Das heißt also, es gibt ein dezentrales Lager, in ganz Deutschland überall verteilt, und da packt jemand dann in seinen kleinen Transporter ihr Medikament, fährt das vielleicht sogar zu ihnen nach Hause und sorgt dafür, dass sie versorgt sind. Das ist ein Logistiksystem. Das heißt also, man versucht also eine hundertprozentige Bedarfsabdeckung dadurch hinzubekommen, dass zwischen Lagerhaltung zentral und dezentral eine gute Mischung gefunden wird. Also, das sind die Fragen der Logistik. Bei Dienstleistungen natürlich nicht ganz so relevant, aber im Konsumgüterbereich ein sehr relevantes Thema. Das sind die wesentlichen Entscheidungstatbestände oder Felder, die wir in der Distributionspolitik antreffen. Wesentlicher Entscheidungsbereich sind dabei die sogenannten Handelsfunktionen, also Funktionen, die in der Distributionspolitik realisiert werden müssen. Und dafür wäre mein Tipp, schauen Sie sich noch ein weiteres Erklärvideo von uns an, wo wir uns mit den Handelsfunktionen auseinandersetzen. Mein Name ist Michael Bernig, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und ich hoffe, dass Sie jetzt Transparenz über den Begriff Distributionspolitik haben. Viel Spaß auch mit unseren anderen Videos. Ja, Kommunikationspolitik. Das ist eins der sogenannten vier P's aus dem Marketing Mix. Der Marketing Mix besteht aus den Themen Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik. Die Amerikaner sagen dazu Place. Und die Amerikaner haben dann noch das vierte Promotion, was für uns die Kommunikationspolitik ist. Das heißt also 4Ps.